Zahnrad des grünen Sterns. Okay. In welche Richtung muss ich das jetzt drehen? Ich achte jetzt mal auf den Hintergrund. So müssten wir durchpassen, aber so geht's halt auch. Ah, vielleicht eher so. Das sieht richtig aus. Ja, das sieht wohl richtig aus hier. Moment, was gibt's hier? Die Offenbarung des Planeten. Nehmen wir alles mit. Und die Kiste. Super Äther. Junge, ich habe hier so viele Saphire. Das ist ja peinlich. Wir haben schon ausgesorgt. Und drei Eschen. Da sind drei Dragons. Ich frage mich, wie die Schwarzkutten hier hingekommen sind. Die müssen ja diese Dinger bedient haben. Und die sehen nicht wirklich so aus, als ob die irgendwas bedienen können. Ja, seien wir mal ehrlich. Was ist das? Urdrache. Die kennen wir alle drei, ne? Okay, Luft und die Eis. Ich bin einfach ein Frosch. Und greife dich trotzdem an. Ich bin bereit. Gut. Das wird so nicht. So, mal, warte. Eisgar auf die beiden hier. Die stehen sehr nah beieinander. Das könnte was werden. Jetzt gebe ich alles. Alles geben. Ich habe beide auf einmal erwischt. Bam. Na, das hat sich doch gelohnt. Das war ein sehr passender Eisgar-Angriff. Da werden noch ein paar Kämpfe auf uns zukommen, glaube ich. Aber das ist okay. Let's go. Wir werden alle vernichten. Alle. Alle, die sich uns in den Weg stellen, die werden keine Chance haben gegen uns. Hoffe ich. Was denn? Was war das? Was war denn das? Was weiß ich. Ist da irgendjemand durchgelotst worden? Kann man da sich hinbeamen? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was das ist. Wir werden es höchstwahrscheinlich herausfinden. Da ist nix. Ah, wobei, vielleicht da oben. Nein. Kennen wir eigentlich diese Giftfrösche? Eis. Kein Problem. Wir machen mal den Klingenstrahl, warum nicht? Wenn keine kommt. Das ging sehr gut von der Hand. Eine nächste Kiste. Ja, so ein paar Waffen wären ganz nett hier. Ja, aus diesem Tempel kann ich mir vorstellen, dass sie ziemlich stark sein könnten. Hier kann ich weiter. Alter, wie das aussieht hier. Das ist schon beeindruckend. Sehr gigantisch alles hier. Heiliges Kernholz und alte Baumrinde. Keiner weiß, wie das alles hier hingekommen ist. Und ich nehme alles mit. Natürlich nehme ich alles mit. Ich bitte euch. Salbei und Lucke. Ja, aber das war's. Wo kann ich denn noch hin? Hier? Nö.
Gleich hier drüber. Was übersehe ich hier? Das muss doch irgendwas hier sein. Vielleicht aber auch nicht. Weil hier kann man nirgendwo hin. Nee. Was ist das hier für eine Zauberei? Moment, kann man hier drum? Oh. Man kann hier hoch. Dann sollten wir vielleicht hier hoch. Das könnte der richtige Weg sein. Ich weiß nicht, wie ich da drauf komme jetzt. Hallo? Was war das? Ich dachte, ich wäre jetzt durch die Map geglitscht. Hier kann man wieder drehen. Das mache ich sofort. Nachdem ich die alte Baumrinde hier mitgenommen habe. Okay. In welche Richtung muss ich denn gucken? Keine Ahnung. Wir probieren es mal. So rum vielleicht? Da ist die Kiste. Windhalstuch. Cool. Kollege. Das sieht nicht so gesund aus, wie der da rumsteht. Hier können wir jetzt raus. Ich bezweifle allerdings, dass das hier richtig ist. Ich glaube nicht. Hier kann man sich nicht an diesem Zeug da festhalten. Dafür müsste ich eigentlich nur einmal drehen. Und zwar so. Dann kann man sich da festhalten. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ich sehe nichts. Hoch, ne? Oder runter? Runter geht's nicht. Aber hoch. Junge, das ist sehr verwirrend hier alles. Das ist alles sehr verwirrend, aber es scheint der richtige Weg zu sein. Kriegen wir hin. Ist das der Wasserfall, der vorhin den Gardisten weggespült hat? Ja, glaub schon. Das ist ein Wasserfall. Ach, eigentlich muss ich das gar nicht wissen. Ich dachte, das wäre so ein Strahl. Das war ein Wasserfall. Hast du etwas Schiss? Okay, da wären wir. Muss ich jetzt da runterspringen? Na gut, von unserer Perspektive sah das so aus, als ob der von links nach rechts gebeamt wurde. Aber ich glaube eher, dass er von oben nach unten gefallen ist. Aber ich glaube, das ist nicht der richtige Weg. Wir sollen das überleben. So, unser MP ist geheilt. Willst du mich verarschen, als ob ich da hinkomme? Ist das der Weg? Wir gehen erstmal hier hin. Wenn das ein Sackgasse ist, falle ich da runter. Verzieh dich! Verschwende! Mist, kein Mut an Schild möglich. Bring es hinter uns!
das war's dann. Der Feind ist geschwächt. Alter. Gute Arbeit. Den haben wir es richtig gezeigt. Okay, ist das jetzt hier eine Sackgasse? Was ist das denn jetzt? Eine riesige Kugel. Wo muss sie hin? Ich schieb mal ein bisschen. Ich weiß noch nicht wohin, aber vielleicht hier rein? Auf das Podest hier? Ah, oh, unterhalb der Ranken. Oh, die habe ich gar nicht gesehen. Ich glaube, das hat das Spiel gemerkt. Der Idiot wird das niemals sehen. Geben wir ihm lieber einen Hinweis. Danke. Hätte ich mir auch denken können. Ich dachte, das ist irgendwie so ein Ding, wo wir was draufstellen müssen. Damit wir eine Tür öffnen oder so. Wohl nicht. Okay, jetzt... Wir müssen zum Rest der Einheit aufschließen. Jetzt springt schon endlich. Oh, man muss tatsächlich darunter. Ich muss mich noch kurz sammeln, okay? Ah! Den Wasserfall hinunter. Interessant. Interesting. Wenn ich mich hier noch ein bisschen. Da müssen wir wohl runter. Ja, Moment. Ich hätte es mir denken können. Schauen sich diese Gardisten eigentlich nie um? Hier ist eine dicke, fette Kiste. Die machen nichts auf. Brauchen die keine Gegenstände? Brauchen die keine Gigatränke? Offensichtlich nicht. Okay, also man kann von unten nicht den Wasserfall runter. Aber von hier. Let's go. Okay, cool. Und einmal raus, bitte. Der ist ja auf der Kante aufgeschlagen, wie es aussieht. Armes Schwein. Aua. Den ganzen Weg, weißt du, Wasserfall runter. Und dann am Beckenrand aufschlagen. Das ist bitter. Das ist maximal bitter. Mithrilerz. MP-Heilung, magisch. Finde ich gut. Ich glaube nicht, dass es hier irgendwelche Bänke gibt, wo man sich draufsetzen kann. Das wäre schon ein bisschen unpassend für diesen Ort. Okay, wir gehen direkt zu den Monstern da hinten. Oh, die stehen wieder gut. Eis. Ah. Dann nehmen Ra. Aber beide erwischen. Alles geht. Genug. Das erste nicht schlecht. Mein MP muss unbedingt gefüllt werden. Vielleicht mache ich das jetzt schon. Wir haben jetzt ja den einen oder anderen Trank haben wir ja bekommen. Wobei mein MP ist ja voll. Achso, ich hatte nicht genug Balken, um Eisgar zu zaubern. Ich verstehe. Ja, okay. I'm sorry. Was my mistake? So, hier kann man wieder sich drehen. Aber da auch. Oh nein. Oh oh. Jetzt wird's kompliziert, ne? Jetzt wird's kompliziert. Warte, ich gucke erstmal, was hier oben ist. Mach erstmal hier. Ich weiß nicht warum.
Hier liegt auf jeden Fall was rum. Offenbarung des Planeten. Hier so ein bisschen Stuff. Oh. Oh, hä? Das war schon richtig? Das war richtig? Oder verpasse ich jetzt gerade irgendwas? Bis die Turks sich melden, warten wir hier. Hm. Bleibt auf euren Positionen und haltet euch zum Abmarsch bereit. Halt Kontakt zum Angriff! Feurer, Alter, auf alle Gardisten am liebsten. Synchro nicht, aber Schwertsturm kann er machen. Phoenix! Neuer Versuch, kleine Schau gefällig. Kreuzschlag auf alle. Das war's dann. Ja, ein bisschen Feuer auf euch. Drei. Alle weg. Okay, das waren alles Billo-Gegner, aber dafür waren es sehr viele. Extrem viele. Mhm. Das ist schon der richtige Weg gewesen, den wir gewählt haben. Ich hoffe, ich habe nichts Großartiges verpasst jetzt hier. Ich weiß es gerade nicht, aber wir werden sehen. Was? Ernsthaft? Auch noch in dem Stil. Die Bank ist in dem Stil von dem Tempel. Geil. Einfach nur maximal geil. So, dann schaue ich nochmal gerade hier. Ja, hier brauchen wir auch nichts. Oregano und Lucke. Hier geht es dann gleich weiter. Einen kleinen Moment. Ich habe gerade geschaut, ob mein PC noch okay ist, aber es scheint alles zu laufen. Wir können weiter. Ja. Es sieht so aus, als ob wir hier in einem Bossraum sind. Oha. Was ist denn hier passiert? Das Ding ist wohl passiert. Oh lala. Okay. Ja, dann kämpfen wir doch an der Decke. Warum nicht? Vorsicht! Kein Labyrinth ohne Wächter, was? Okay. Bist du vielleicht eine Bohne? Bist du bescheuert? Was für eine Bohne? Bist du bescheuert, ey? Wirklich roter Drache. Die Säule. Wir sollten sie nutzen. Welche Säule? Was soll das? Los, nimm dir an! Wir sollen die Säule nutzen? Okay, ich mach erstmal Analyse auf den roten Drachen. Bin mal so frei. Roter Drache. Übrigens ein sehr cooler Film. Es gibt einen Film, der heißt Roter Drache. Solltet ihr euch reinziehen. Ein riesiges, fleischfressendes Wesen, das im Tempel des alten Volkes lebt. Es ist durch einen Pakt mit dem Volk der Zetra verbunden, der es zum Beschützer des Labyrinths macht. Sein Körper ist in der Lage, selbst extremste Temperaturen auszuhalten, sodass es äußerst heiße Flammen spucken kann. Aber gegen Eis ist es machtlos. Aber warum soll ich die Säule hier vernichten? Alter! Ja! Okay. Ich zerstöre erstmal die Säulen, was auch immer das zu bedeuten hat.
Das muss ja einen Sinn haben. Warum visiert der immer? Okay, ich mache erstmal Eisga auf ihn. Auf den Kopf hätte ich machen sollen. Es hagelt. Ah, den auch erwischt. Okay, Moment, da muss... Fuck, Alter. So, jetzt die nächste Säule, wollte ich gerade sagen. Was? Junge, lass mich mal durch. Okay, komm mal hier hin. Verdammt! Das war nicht, was ich wollte. Okay. Was? Shit. Ich sehe halt gar nichts. Oh. Genug. Okay, das war die nächste Säule. Die letzte ist hier. Komm schon. Okay, schockanfällig. Wir machen Eisgar drauf. Synchro-Fertigkeiten. Wir machen erstmal Synchro. Okay, das war nicht so beeindruckend. Was geht denn jetzt? Ich habe gerade Atomisator gestartet. Scheiße. Wow. Ich hoffe, ich habe meinen Atomisator noch. Mit Gebrüll. Okay, ich habe meinen Atomisator noch. Alter. Verdammt. Muss ich hier wieder irgendwelche Säulen zerstören? Ich glaube nicht. Wir machen mal Eisra. Linker Flügel. Ja komm, wir zerstören erstmal die Flügel, damit er auf den Boden kommt. Ja. Genau das. Das war. Ja, noch nicht. Purpuratem. Wie soll ich denn? Wie soll man den denn entkommen? Schockanfällig wieder, sehr gut. Eisra. Erstarre! Und jetzt Limit. Atomisator. Bringen wir es hinter uns. Ja. Der hat gesessen. Synchro, Visionsthese, keine Ahnung. Achso, da haben wir drei ATB-Balken. Es ist vorbei. Okay, jetzt haut er ab vor uns. Ah, weiß ich nicht. Wenn er die ganze Zeit rumfliegt, ist das schwierig, ihn zu erwischen mit Magie. Wir brauchen Tiefen.
Nur ein Kratzer. Oh nein. Purpur Atem. Bringt das was, wenn ich hier unten bin, unter ihm? Das bringt einen Scheiß. Egal. So, jetzt. Eisgar, das müsste reichen. Komm schon. Wir machen den Kreuzschlag. Der Feind ist geschwächt. Unser Signature Move. Hast du dir so gedacht? Der Tritt hat's gemacht. Du hast gerade einen Drachen mit einem Tritt ausgelöscht. Los. Los. Scheiß drauf. Gerade einen Drachen besiegt. Los. Nicht schlecht. Das war ein cooler Fight. Der hat... Aber wie sind die anderen an dem vorbeigekommen? Ich meine, die müssen ja irgendwie vorbeigekommen sein, oder? Ja, kleinen Moment. Ich weiß gar nicht, ob wir da eine Belohnung jetzt bekommen haben von dem Drachen, aber... Ich glaube nicht. Scheiß drauf, wir gehen weiter. Das wird wahrscheinlich der Durchgang sein, den er bewacht hat. Sehr dunkel. Sehr dunkel. Je nachdem, wie man die Kamera hat. Nicht schlimm. Nicht schlimm, Jim. Okay, es geht weiter runter. Was ist das da hinten? Für ein Plateau. Oh, das ist ein Grafikfehler. Ich dachte gerade, was ist das denn jetzt? Was liegt da? What the hell? Die Halle des Planeten. Was zum Henker. Junge, das erinnert mich jetzt hart an Elden Ring. An dieses Drachengebiet, wo der Wirbelsturm ist. Wer Elden Ring kennt, gespielt hat, gesehen hat, weiß Bescheid. Was geht denn hier bitte an? Keine Ahnung. Ich will hier weg. Was sind das denn für Ninjas? Wie haben die es an dem Drachen vorbeigeschafft? Check ich nicht. Okay, cool. Kein schönes Ende. Der Lebensstrom ist wütend. Glaube ich, zumindest. Hey, Aris. Kannst du ihm sagen, dass wir Freunde sind? Weiß ich nicht. Na dann, probier mal. Ich versuch's. Sehr gut.
Was hat das zu bedeuten? Schwarze Materia geht vor. Wir müssen sie kriegen. Los jetzt. Oh. Aber Erish ist unsere Heilerin. Erish schafft das. Bestimmt. Okay. Natürlich. Wie, wenn nicht?